Herzlich willkommen zu unserer diesjährigen Weihnachtsfeier 2021, wieder live hier auf YouTube. Und ich begrüße euch ganz herzlich im Namen der Akademie Zukunft Mensch und dem Team der Akademie, im Namen der Rudolf-Steiner-Universität und seinem Team und der Rudolf-Steiner-Gesellschaft e.V. und seinem Team. Wie jedes Jahr wollen wir uns bemühen, zu Weihnachten Impulse zu geben. Und auch dieses Jahr haben wir wieder eine wunderbare musikalische Begleitung. Auch wieder nicht live, aber extra für diesen Abend für euch aufgenommen. Und dieses Mal mit drei Musikern bzw. Musikerinnen. Davide Zavatti am Cello, schon bekannt, aber jetzt mit Katrin Stepanek an der Flöte, an der Querflöte, und dann die Katharina Flückinger an einem Instrument, mit einem Instrument, was wahrscheinlich keiner von euch kennt, extra auch nach bestimmten Prinzipien gebaut, ein Bass-Streich-Psalter. Wir werden von diesen drei wunderbaren Musikern, Musikerinnen eine Reihe von Weihnachtsliedern hören zwischendrin, und ich werde dann immer wieder ein paar Gedanken bringen zu Weihnachten, zu diesem Weihnachtsfest, und wünsche uns viel Freude an diesem Abend. Und es ist ja gerade dieses Jahr 2021 wieder ein ganz besonderes Jahr, denn es ist, man kann fast sagen, vielleicht die beste Gelegenheit bisher in den letzten Jahrzehnten, Weihnachten wirklich besinnlich zu feiern, ganz bewusst besinnlich, aber auch fröhlich. Trotz dieser Situation, trotz dieser Lage, trotz dessen, was im Moment die Menschheit durchzieht, weil wir aus der Geisteswissenschaft hier diese Hoffnungskraft haben, kennen und erleben und wissen, wie wir solche Krisen meistern können und wissen, warum diese Krisen für uns da sind. Wir erleben im Moment in der Welt eine Infizierung mit Angst, mit Panik, ja, vielleicht auch mit Erregern, biologischen Erregern. Also wir haben Infektionen, die tief hineingehen in die Seele und Millionen, ja Milliarden von Menschen verunsichern. Eine gewaltige Zeit und in diesem Sinne auch eine gewaltige, eine wunderbare Zeit, weil jetzt ist das, was wir heute auch bringen wollen, doch ernst zu nehmen. Nämlich zu fragen, was heißt denn Weihnachten? Was heißt dieses Fest, das vor uns steht? Worum geht es wirklich und was hat es zu tun mit unserer heutigen Situation? Und das hat sehr viel damit zu tun, sogar ganz entscheidend. Das kurz meine Begrüßung. Ich wünsche uns allen einen hoffentlich erbaulichen Abend, leider wieder nur digital, aber dafür für alle Menschen offen in der ganzen Welt, das ist der Vorteil. Und ich darf nun bitten, die kleine Begrüßung zu hören, die uns Davide mit seinem Team geschickt hat. Guten Abend, ich freue mich ganz besonders, heute Abend dabei sein zu dürfen. Und vor allem, dass ich nicht alleine bin, sondern in Begleitung mit zwei tollen Künstlerinnen. Katrin Stepanek-Zavatti an der Flöte und Katharina Flückiger an verschiedenen Instrumenten. Katharina Flückiger ist wirklich eine wunderbare Künstlerin, die sie mit ganz besonderen Instrumenten arbeitet. Und wir sind heute Abend in der Steinmühle im Mühlviertel, in einem wunderschönen Ort, wie Peter Wahl, ein Bildhauer. Wir sehen hinten Skulpturen von Peter Wahl, und Katharina Flückiger seit Jahren wirklich eine unglaubliche künstlerische Arbeit leisten. Deswegen freue mich, dass hier aus Mühlviertel in Oberösterreich wir heute Abend dabei sein dürfen. Dankeschön. Danke, Katrin. Danke, Katharina. Und danke an den Steinmühlen, wo wir heute Gast sind. Dankeschön.
Das erste Stück, das wir gehört haben, war von Vivaldi, Largo aus den vier Jahreszeiten. Und ich möchte beginnen, ich denke, es ist wieder gut und richtig, uns die Geschichte anzuhören, wie sie im Neuen Testament geschrieben ist. Und wir wissen ja, oder die meisten von euch, dass es hier zwei Geschichten gibt. Wir wollen uns beide wieder anschauen und wir beginnen mit dem Matthäus-Evangelium. Da heißt es, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und dann kommt das Geschlechtsregister von Abraham über Isaak, über König David, über seinen Königssohn, den berühmten König Salomon, bis hinunter zu Josef. Und da haben wir ja schon das Phänomen, das wir hier hören, das im Matthäus-Evangelium Matthäus bis zu Abraham hochgeht, aber nicht drüber hinaus. Und wir werden sehen, bei Lukas geht es höher hinaus. Und wir haben hier diese Geschichte von dem Jesus aus Bethlehem, der ja ein anderer ist als der Jesus von Nazareth. Alle Glieder von Abraham bis zu David sind 14 Glieder. Und diese 14, was jetzt kommt, diese 3x14, hat eine große spirituelle Bedeutung. Ihr findet zum Beispiel im ägyptischen Totenbuch die sogenannten 42 Totenrichter. Und das hat etwas zu tun mit diesen 42 Generationen. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Glieder. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Glieder. Ihr seht, es ist ein hochspiritueller Text. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand er sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Da haben wir vor kurzem ja etwas gebracht in einem anderen Vortrag, schaut euch das bitte an. Josef, aber ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen,
Denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und ihr seht das auch im Neuen Testament immer wieder, dass diese Menschen eng verbunden waren mit der geistigen Welt, weil die Engel ständig zu ihnen gesprochen haben. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt werde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, nämlich Jesaja 7,14. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Emmanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und ihr seht auch, dass hier war es üblich damals, dass die geistigen Wesen uns noch Befehle gegeben haben. Das ist heute nicht mehr so. Und er berührte sie nicht, bis sie seinen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Da Jesus geboren ward zu Bethlehem, im jüdischen Lande, zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenlande nach Jerusalem und sprachen. Und in dieser Geschichte, wie gesagt, wird ja erzählt, dass Jesus geboren wurde in einem Haus, nicht in einer Krippe. Es kommen hier auch keine Hirten vor, sondern die Geburt geht eigentlich sehr, sehr unspektakulär vor sich. Und dann kommen eben diese Weisen, und das sind übrigens auch keine Könige und auch keine heiligen drei Könige. Es ist niemals von drei die Rede, aber es scheinen drei gewesen zu sein. Sie heißen einfach Magoi im Griechischen, die Magier aus dem Morgenlande. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Und da habe ich ja auch einen Vortrag dazu, den ihr euch anhören könnt, wo eben berichtet wird, wer dieser Stern war. Als das der König Herodes hörte, erschrak er, und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, du bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Und auch an der Stelle sei daran erinnert, dass das Volk Israel die ganze Menschheit ist. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nur den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Und wir wissen, dass das kein echter Stern war, sondern ein geistiges Wesen, das diese drei Eingeweihten dahin geführt hat. Als sie den Stern sahen, waren sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und jetzt kommt wieder ein geistiges Gesicht, und Gott befahl ihnen im Traume, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und so zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. So der erste Teil
dieses Matthäus-Evangeliums. Und ihr seht, da kommen keine Hirten vor. Und das werden wir dann gleich im Lukas-Evangelium hören. Wir wollen uns das nächste Lied anhören, denn der Christus ist ja vom Himmel hoch auf die Erde gekommen. Und so heißt, wie ihr wisst und wie ihr es gut kennt, auch dieses Lied. Hören wir uns den zweiten Teil an. Es wird ja spannend, denn jetzt kommt diese Flucht nach Ägypten, wo wir schon sehen, dass diese Familie direkt aus Bethlehem, wo sie herstammt, nach Ägypten flieht. Das heißt, diese Familie, berichtet Matthäus eindeutig, stammt nicht aus Nazareth, sondern aus Bethlehem. Deshalb spreche ich hier von dem Jesus von Bethlehem. Als sie aber hinweggezogen waren, also die Weisen, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich's dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten. Und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Das war Hosea, der da spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Und das erinnert uns auch an das heutige Palästina, wo ja auch viele Menschen und Mütter und Kinder weinen. Wir können ihnen an dieser Stelle gedenken und vielleicht mitwirken, dass das ein Ende bekommt. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir
und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Also ihr seht, aus Bethlehem zieht die Familie nach Ägypten und will zurück in ihre Heimatstadt Bethlehem. Und jetzt kommt eben das Verblüffende. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Da er aber hörte, dass Archelaus im jüdischen Land König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu kommen, also in seine alte Heimatstadt. Und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog in die Örter des galiläischen Landes, also von Judäa, seiner Heimat, seinem Heimatland, nach Galiläa. Und kam und wohnte in der Stadt, die da heißt Nazareth. Also ihr seht, da erst zieht diese Familie nach Nazareth, während es bei Lukas ganz anders ist, wie wir gleich hören werden. Auf das erfüllet werde, dass da gesagt ist durch die Propheten, er soll Nazarenus heißen. Das hat eine spezielle Bedeutung, weil die Nazarener waren damals eine bestimmte spirituelle Gruppierung, zu der dann eben auch der Josef und Jesus gehörten. Und weil es hier um die Kinder auch geht, wollen wir das nächste Lied hören, das ihr auch alle kennt, still, 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 weil's Kindlein schlafen will. Wir kommen jetzt zum Lukas-Evangelium, hier auch kurz diese Geschichte, weil diese Geschichte ja eine ganz, ganz andere ist, völlig anders. So kennen wir sie normalerweise zu Weihnachten. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Cyrenius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land. Ihr seht, hier geht es genau umgekehrt. Zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war. Damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Herden. Ihr seht, jetzt kommen die Hirten und keine Weisen. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, und das sollte vielleicht für uns heute in dieser Zeit auch gelten, auch zu dieser Weihnachtszeit, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große
Freude, die allem Volk widerfahren wird. Allem Volk, das heißt auch jedem von uns. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und die diese Geschichte auch schon näher kennen, aus dem Spirituellen heraus wissen, dass hier auch der Buddha involviert war bei diesem Geschehnis. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasset uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Und dazu passt vielleicht dieses Lied über diesen süßen Klang der Glocken sehr gut. Und jetzt kommt dieser zweite Teil, der auch wieder so spannend ist nach der Geburt, denn diese Familie flieht nicht nach Ägypten, sondern geht nach Jerusalem und wieder zurück in ihre Heimatstadt. Und da sehen wir, dass das eine völlig andere Geschichte ist. Und da 8 Tage um waren, dass das Kind beschnitten würde, da ward sein Name genannt Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe denn im Mutterleib empfangen wurde. Und da die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Moses kamen, brachten sie ihn gen Jerusalem, auf dass sie ihn darstellten dem Herrn, wie beschrieben steht im Gesetz des Herrn, das ist aus dem 2. Moses, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und siehe, es war zu Jerusalem ein Mann mit Namen Simeon. Und dieser spielt auch eine wichtige Rolle, auch das
haben wir an anderer Stelle wunderbar geklärt, dank Rudolf Steiner. Der Heilige Geist waltete über ihn. Ihr seht, es war auch ein sichtiger Mensch. Und durch das Walten des Heiligen Geistes hatte er die Weisung empfangen, er würde nicht sterben, bevor er Christus dem Herrn begegnet wäre. Im Bewusstsein des Geistes begab er sich in den Tempel, gerade als die Eltern das Kind Jesus hereintrugen, um dem Brauche des Gesetzes zu genügen. Und ihr seht, wie die geistige Welt das fügt und immer wieder auch heute uns immer wieder zusammenbringt. Und er nahm das Kind auf seine Arme und sprach, den göttlichen Weltengrund loben, lobpreisend, nun, o Gebieter, entlasse deinen Knecht, wie du gesagt hast, und gib ihm deinen Frieden. Denn jetzt haben meine Augen den Bringer des Heils geschaut, den du zu uns gesandt hast, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Und jetzt kommt eine zweite Person noch, die auch eine wichtige Rolle spielt, auch mit ihrem Namen als Tochter. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels. Phanuel ist ein Erzengel aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu in derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und da sie es alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder gen Galiläa zu ihrer Stadt Nazareth. Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit und Gottes Gnade war bei ihm. Und wir sehen hier 2 wunderbare Geschichten, wo wir erkennen, wie alles geistig geführt war, dass hier ganz merkwürdige Zufälle stattgefunden hatten oder haben, um das zu ermöglichen, was später dann mit der Taufe im Jordan geschah. Und dazu wollen wir uns jetzt vom Himmel hoch wollen wir uns anhören dazu, denn vom Himmel hoch ist ja Christus heruntergekommen.
Ja, und jetzt wollen wir eintauchen in die tieferen Gedanken um dieses Weihnachten, das sich hinter diesen zwei Geschichten verbirgt. Wir wissen, es sind zwei völlig verschiedene Geschichten, ein großes Mysterium, enthüllt durch Rudolf Steiner. Und jetzt wollen wir etwas eintauchen in seine Offenbarungen, wenn ich das so sagen darf, an uns aus der geistigen Welt. Und es ist ja interessant, dass wir gerade in dieser Zeit, gerade jetzt ganz aktuell in der Süddeutschen Zeitung auch vom gestrigen Tag, dem Wintersonnenwendtag, dem 21. ein Bild von Rudolf Steiner, weil hier Leserbriefe geschrieben wurden über einen Artikel, der vorher erschienen ist in der Süddeutschen Zeitung, andere Artikel in anderen Zeitungen, wo es eigentlich darum ging, dass nicht nur jetzt in dieser Krisenzeit durch Angst vergiftet wird, durch Panik vergiftet wird, sondern dass auch die Anthroposophie und Rudolf Steiner richtig angegriffen werden mit viel Gift. Mit viel Gift und leider auch in der Süddeutschen Zeitung, leider auch in den anderen großen Tageszeitungen. Es beginnt ein äußerer Angriff auf die Anthroposophie, auf die Geisteswissenschaft, mit sehr vielen bösen Worten, das muss man so sagen. Und hier ist es nun wunderschön, dass die Süddeutsche Zeitung Leserbriefe veröffentlicht hat, wo wunderbare Menschen, und die sind alle positiv, geantwortet haben, was doch für nicht nur ein großes Missverständnis hier vorliegt, sondern dass hier wirklich Unwahrheiten verbreitet werden. Und wir erleben eben derzeit eine Vergiftung der Welt, nicht nur mit Angst, sondern mit Lügen. Wir wissen, dass Ahriman wirkt. Das muss so sein. Das ist sein Auftrag. Die Lüge und das Böse müssen offenbar werden. Wir müssen lernen, mit diesen Mächten umzugehen. Und deshalb ist es so wichtig, auch diese Botschaft, die ich jetzt vorlesen will, über Weihnachten, dass wer wirklich lernen will, mit dieser Krise umzugehen, dass er versteht, dass es seine eigene persönliche Krise ist, seine Ich-Krise, wo es darum geht, dass wir in uns unser Ich erwecken. Und das Ich ist nichts anderes als den Christus in uns. Und ich lese zunächst einen Text vor von Rudolf Steiner, zwei verschiedene Texte. Das eine ist dieses Mysterium des Winters, dass wir ja wissen aus dem Seelenkalender, dass im Winter eigentlich die Erde erwacht, während draußen scheinbar alles zur Ruhe geht, erwacht die Erde. Und der zweite Teil wird dann diese Botschaft sein über das Erscheinen des Christus aus dem Grundsteinspruch von Rudolf Steiner. Es schläft der Erde Seele in Sommers heißer Zeit. Da strahlet helle der Sonne Spiegel im äußersten Raum. Es wacht der Erde Seele in Winters kalter Zeit. Da leuchtet geistig die wahre Sonne im inneren Sein. Sommers Freudetag ist Erdenschlaf. Winters Weihenacht ist Erdentag. Und ihr seht ja, seit gestern mit der Wintersonnenwende wird das ja auch dargestellt, dass jetzt das Licht wieder kommt, äußere Dunkelheit, jetzt beginnt wieder das innere Licht zu wachsen. Aber vorher oder jetzt in dieser Zeit ist das innere Licht erwacht, während es außen dunkel ist. Und jetzt kommt diese Botschaft von Rudolf Steiner, ein gewaltiger Spruch über das Erscheinen des Christus, der ja zu Weihnachten in uns erscheinen soll und vielleicht in jedem von uns geboren werden kann. Denn wir haben vorhin gehört, dass er gekommen ist für alle Völker auf der Erde, dass sie den Christus in sich selbst gebären. Und diese Zeit jetzt, in dieser Krisenzeit, ist eine wunderbare Chance. Dafür ist sie da, diese Zeit, dass jeder von euch, jeder von uns diese Chance ergreifen möge, ich genauso, dieses Ich in uns zu stärken, denn das ist der einzige Rettungsanker,
den dann jeder von uns hat und zum Glück hat, wenn er ihn ergreift. In der Zeitenwende trat das Weltengeisteslicht in den irdischen Wesensstrom. Nachtdunkel hatte ausgewaltet, taghelles Licht erstrahlte in Menschenseelen. Licht, das erwärmet die armen Hirtenherzen. Licht, das erleuchtet die weisen Königshäupter. Göttliches Licht, Christus Sonne. Erwärme unsere Herzen, erleuchte unsere Häupter, dass gut werde, was wir aus Herzen gründen, was wir aus Häuptern zielvoll führen wollen. Und jetzt hören wir uns dazu das Weihnachtsoratorium von Bach, sehr passend. Wie soll ich dich empfangen? Ja, liebe Freunde, diese wunderbaren Texte weisen uns auf das Geheimnis für uns selber hin, was in uns geboren werden soll. Warum zünden wir jetzt Lichter an? Ja, außen ist es dunkel, deshalb zünden wir außen Lichter an. Aber eigentlich geht es darum, dass wir das innere Licht entzünden. Ein jeder für sich selbst. Das Licht des Geistes, es ist unsere Bestimmung, liebe Freunde, dass wir eine wahre Sonne werden, dass wir Sonnen werden, Geistessonnen in uns aufbauen und damit dieses Christuslicht in uns aufbauen und es dann auch verbreiten. Nur so kann die Nächstenliebe in die Welt kommen, die damals vor 2000 Jahren heruntergestiegen ist aus Sonnenhöhen. Die Liebe kam vor 2000 Jahren auf die Erde und sie kann in uns entzündet werden. Das ist das Symbol auch von Weihnachten. Und wir werden dann nachher auch sehen, dass eigentlich in diesem Weihnachtsfest, das wir heute so feiern, drei Geschichten verwoben sind. Zwei Geburtsgeschichten von zwei Jesusknaben, die völlig andere Wesen waren. Und das dritte, das werden wir nachher noch hören, das alte Thema der Weihnacht. Und deshalb wurde auch von den, kann man auch sagen, vielleicht von den Gottesmächten dieses Weihnachtsfest in den letzten 1500 Jahren so gestaltet, dass wir zu Weihnachten die Geburt Jesu feiern, die ja nie zu dieser Zeit stattgefunden hat wahrscheinlich, die aber gleichzeitig steht für die Geburt des Christus in uns. Und trotzdem diese Jesus-Geburten, dieses unschuldige Kindlein in uns, das etwas, das in uns geboren werden soll, darstellt. Also drei Geschichten sind eigentlich verwoben heute in unserem modernen Weihnachtsfest und deshalb brauchen wir einen Rudolf Steiner,
der jetzt auch so heftig angegriffen wird und auch seine Geisteswissenschaft. Wir brauchen dieses Wissen, um zu verstehen, was wir eventuell auch erleben können in dieser Weihnachtszeit. Es ist dieses Mysterium des Christus, dass er die universelle Liebe auf die Erde gebracht hat, die es vorher so nicht gab. Es gab nur die Stammesliebe. Aber es gab noch nicht die Liebe von jedem zu seinem Nächsten. Das kam damals erst in die Welt. Also die wahre Sonne in uns zu entzünden, das ist eigentlich der Auftrag in uns. Licht, das erwärmet die armen Hirtenherzen. Licht, das erleuchtet die weisen Königshäupter. Ihr seht, beide Geschichten sind in diesem Text von Rudolf Steiner beinhaltet. Und das ist diese Grundstimmung, die wir alle haben können, gerade in dieser Zeit. Deshalb der wirkliche Wunsch, dass es eine fröhliche Zeit sein möge. Denn wenn man sich mit diesen Inhalten beschäftigt, kann man, darf man und muss man fröhlich sein. Wir können diese Zeit, auch wenn wir es nicht persönlich treffen, trotzdem fröhlich miteinander feiern, weil es eine Zeit der frohen, festen Stimmung ist. Es geschieht einfach um diese Zeit. Und da werden wir gleich noch einiges dazu hören. Und wofür brauchen wir diese Wärme im Herzen und das Licht und die Klarheit aus den Häuptern, aus unserem Kopf, dass gut werde, was wir aus Herzen gründen, was wir aus Häuptern zielvoll führen wollen. Ihr seht, da ist die Weisheit drin der Weisen aus dem Morgenlande und die Liebe des unschuldigen Lukas Kindlein, das die Herzen erwärmt. Und dazu wollen wir uns dieses schöne Lied anhören. Es ist ein Ros entsprungen. Thank you.
Und jetzt wollen wir uns anschauen, woher dieses Wort kommt, Weihnachten. Es ist so klar und trotzdem haben wir das auch nie gelernt, die Weihnacht. Es ist die Weihnacht. Und was ist die Weihnacht oder was war die Weihnacht? Viele von euch kennen das. Es war die Nacht der Einweihung. Es war die Nacht, wo die Menschen in alten Kulturen, und zwar in allen alten Kulturen, egal ob das in Ägypten war oder Irland oder in Russland oben oder in Persien, wo die Einweihungsschüler zusammenkamen, wenn der Zeitpunkt reif war, da sie hineintreten durften unter der Aufsicht der großen Einweihungsmeister in die geistige Welt. Das war die Weihnacht früher, immer. Und deshalb, wie ich gesagt habe, kommen hier drei Geschichten zusammen. Die alte Geschichte der Weihnacht. Und das wurde immer gefeiert zur Wintersonnenwende. Und dann ist hinzugekommen die Jesus-Christus-Geschichte, die im Prinzip dasselbe darstellt, nur mit einem ganz großen Unterschied. Früher war der Christus in der Sonne. Und wenn die Schüler eingeweiht wurden, tauchten sie ein in die geistige Welt und gingen dem Christus entgegen in die geistige Sonne und begegneten dem Christus im Sonnenraum, in der geistigen Sonnensphäre. Das war die alte Zeit der Weihnacht, die alte Zeit der Einweihung. Das ist auch wunderschön beschrieben. Ihr könnt das auch an anderer Stelle lesen. Wie das damals war in der Weihnachtsstimmung. Und dann kam der Christus ja auf die Erde. Der Sonnengott kam auf die Erde und verließ die Sonne. Das heißt, diese alte Zeit der Weihnacht war vorbei. Es ging nicht mehr so wie früher, sondern jetzt veränderte sich alles auf der Erde. Und deshalb hat uns Jesus Christus die Worte hinterlassen: Ich mache alles neu. Seit 2000 Jahren ist diese Erde verwandelt und es gibt diesen alten Einweihungsweg in der Form nicht mehr, sondern der neue Einweihungsweg wurde uns vorgelebt von seinem ersten Jünger, den er lieb hatte. Dem Johannes, der das mächtige Johannesevangelium von Christus diktiert bekommen hat, empfangen hat und die mächtige Offenbarung. Das sind die Worte, wo Christus direkt zu uns spricht durch seinen Lieblingsjünger, seinen ersten eingeweihten Jünger, den Johannes. Das ist das Geheimnis der Einweihung jetzt und deshalb können wir Rudolf Steiner nur in aller Verehrung Danke sagen, dass er uns diese Mysterien enthüllt hat, auch im Auftrag des Christus. Dass wir heute wissen, dass es heute anders ist, dass wir, wenn wir Weihnachten feiern, eigentlich unser eigenes Weihnachtsfest feiern sollten, könnten. Natürlich ist es für die Kinder da. Unser Weihnachtsfest, das nicht mehr die Einweihung war, ist wie früher, sondern eine andere Form der Einweihung heute gegeben ist. Das Hineintreten in die geistige Welt ist heute anders. Und wir wissen auch von Rudolf Steiner, dass die Menschheit als Ganzes dabei ist, hineinzutreten in die geistige Welt, weil es erforderlich wird für die Zeit. Aber eine Einweihung ist immer verbunden mit einem Sterben. Immer. Deshalb hat ja Johannes uns als Lazarus das vorgelebt, es hat uns Christus vorgelebt. Letztens hat das auch Rudolf Steiner vorgelebt in einer gewissen Art und Weise, ohne dass uns das so bewusst ist. Das war wahrscheinlich im Jahr 1899. Einweihung bedeutet immer, dass das Alte sterben muss. Das Alte, das nicht mit der geistigen Welt verbunden ist, manchmal sagt man auch unser kleines Ego, dass wir uns wieder verbinden mit der geistigen Welt und deshalb hinübertreten müssen über die Schwelle, um das zu erleben. Und dieser Übertritt über die Schwelle ist immer ein Sterben. Es ist immer ein Prozess, dass wir das Alte verlassen müssen
Und wenn wir jetzt in dieses Jahr 2021 schauen, schon seit 2020, lasst uns genau hinschauen, dann sehen wir, wie das Alte jetzt stirbt, wie das Alte sterben muss, dass das Leben der Menschheit, so wie wir es gelebt haben bisher, offensichtlich so nicht mehr akzeptiert wird von der geistigen Welt, dass jetzt der Weckruf erschallt. Und erinnert euch dran, der Weckruf aus der geistigen Welt kommt immer über Posaunen. Es ist die Zeit der siebten Posaune seit dem Jahr 2000 und uns wird mächtig geblasen im Moment. Und dieses Blasen ist ein geistiger Ruf an jeden Einzelnen von uns. Jeder von euch ist aufgerufen, sich zu entscheiden für den Christus und für das Ich und für seine Freiheit und seine Selbstbestimmung und die Wahrheit. Das ist der Aufruf und das ist der Weckruf. Das ist die Herausforderung in dieser Zeit und deshalb ist das eine Tatsache, dass im Moment die Menschheit diesen Sterbeprozess durchlaufen muss. Aber dieser Sterbeprozess im geistigen Sinne, dass das Leben innerlich sich verändern muss, so können wir miteinander nicht mehr umgehen. Wir haben eine neue Gesellschaft zu schaffen, eine der sozialen Dreigliederungen der Brüderlichkeit, der Freiheit und der Gleichheit. Das ist der Ruf aus der geistigen Welt und jetzt ist dieser Weckruf sehr heftig und ich hoffe, dass auch diese Gedanken heute Abend euch ein bisschen Unterstützung geben mögen, dass ihr das ernst nehmt, was hier von Rudolf Steiner auch uns gegeben wird und dass wir alle verstehen, dass jeder von uns einzeln gefordert ist, seinen eigenen Einweihungsweg zu gehen und sich zu entscheiden für die geistige Welt oder eben dagegen. Das ist, wie gesagt, dieser Weckruf und ein Österreicher war es, der diesen Weckruf vor 100 Jahren, jetzt sind schon 120 Jahre her, begonnen hat, in die Welt zu bringen. Und deshalb blicken wir im Moment auch ein bisschen auf Österreich, ob in diesem kleinen Land vielleicht der Weckruf im Moment am ehesten ankommt und viele Menschen hier ja, in ihrem inneren Weihnachtsgeist auferstehen. Ich möchte es einmal so sagen. Es wird die Zeit wieder kommen, da wir geistig sehen werden. Das ist das, was kommen wird in nächster Zeit. Und ich möchte dazu auch vor dem nächsten Musikstück diesen Einweihungstext oder diese mächtigen Worte von Rudolf Steiner vorlesen, um die es ging früher in dieser Weihenacht zu Weihnachten. Und was auch der Grund war, warum es jetzt die Mitternachtsmesse gibt, weil die Mitternachtsmesse ist die alte Erinnerung, die Erinnerung an diese alte Weihenacht, denn diese fand um Mitternacht statt. Und worum geht es zu Weihnachten hier? Noch einmal erinnert mit diesem Zitat von Angelus Silesius, dem großen Mystiker, deutschen Mystiker. Und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebest doch in alle Ewigkeit verloren. Lasst uns diesen Spruch ernst nehmen und diesen Einweihungsspruch, der uns eigentlich eine wunderbare Botschaft gibt. Und danach hören wir dann das Lied Kommet ihr Hirten. Die Sonne schaue um mitternächtliche Stunde, mit Steinen baue im lebenlosen Grunde. So finde im Niedergang und in des Todes Nacht der Schöpfung neuen Anfang, des Morgens junge Macht. Die Höhen lass offenbaren der Götter ewiges Wort, die Tiefen sollen bewahren den friedensvollen Hort. Im Dunkel lebend erschaffe eine Sonne, im Stoffe webend erkenne Geistes Wonne.
Wie aber nun, liebe Freunde, können wir diesen Christus ergreifen? Der Weg zu diesem Eintritt in die geistige Welt hat bestimmte Stufen. In dieser alten Weihenacht, deshalb heißt es hier, es war um die mitternächtliche Stunde, gerade zur Wintersonnenwende, da wo die Sonne gar nicht mehr da ist, sozusagen tiefste Dunkelheit auf der Erde ist, da haben die Eingeweihten durch die Erde schauen können in dieser Nacht und die geistige Sonne auf der Rückseite der Erde schauen können. Deshalb dieser Spruch, die Sonne schaue um mitternächtige Stunde. Wie soll das gehen? Ihr seht schon, ein wunderbarer Satz, es geht nur geistig. Und wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin, dass wir selbst eine geistige Sonne werden? Und wie gesagt, der Weg ist sehr deutlich, sehr klar, wunderbar. Wir wissen heute genau, wie es geht und was die ersten Schritte sind für jeden, für uns. Denn dieser Weg beginnt immer mit Aletheia. Aletheia. Griechisch die Göttin der Wahrheit, die Wahrheit. Es beginnt immer mit der Wahrheit. Und so hat uns Johannes die Worte Christus übermittelt, im 14. Kapitel, die Verse 16 und 17. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, dem Geist der Wahrheit. Und liebe Freunde, wenn wir einen Geist dringend notwendig haben, der unser Retter ist, dann ist es dieser Geist in dieser Zeit. Und das Schöne ist in diesen Worten, er ist uns gegeben. Es liegt an uns, an jedem Einzelnen von uns, diesen Geist zu ergreifen oder nicht. Das ist das, was die Botschaft in dieser Krise dieses Jahres 2020/21, es wird sicher noch eine Zeit gehen, ist: Entscheide dich. Er hat gesagt, ich bin die Wahrheit und ich schicke euch meinen Geist, den Geist, um die Wahrheit zu ergreifen. Ich schicke ihn in euch, ihr habt euch, jetzt entscheidet euch in aller Freiheit. Das ist das, worum es im Moment geht. Deshalb muss die Lüge in der Welt sein, sie muss da sein. Es ist Ahrimanns Auftrag, die Welt mit Lügen zu überschütten, damit wir erkennen, das wollen wir nicht haben. Aber es ist die Versuchung, ihr zu folgen. Das ist der geistige Kampf, der im Moment stattfindet. Und es geht, liebe Freunde, nur darum. Alles andere auf der politischen Ebene ist alles nur äußere Offenbarung, äußere Show, könnte man fast sagen, wie Goethe gesagt hat. Alles Vergängliche ist ein Gleichnis. Alles, was wir jetzt in dieser Krisenzeit haben, ist ein Gleichnis für den Kampf, den du und du, Ulrike und Waldemar und Gerda und ich und jeder von uns auszufechten hat. Jeder von uns hat das für sich zu tun, aber alle göttlichen Mächte stehen an unserer Seite. Wir können sie ergreifen oder wir können sie verleugnen. Das ist das, worum es geht. Und dann sagt er weiter, das ist im 8. Kapitel Johannes 31 bis 32, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet, hört gut hin, hören wir gut hin, und werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Ihr seht, wie wichtig Aletheia ist, wie wichtig die Wahrheit ist. Sie ist entscheidend, denn sie macht uns frei. Im Irrtum, in der Lüge, in der Unwahrheit sind wir nicht frei. Und dann im 4. Kapitel. Einmal kommt die Zeit, ja, die ist heute da und sie ist schon da, dann werden die wahren Gottesverehrer dem Vater mit der Kraft des Geistes
und in der Erkenntnis der Wahrheit dienen. Ihr seht, was Gottesdienst ist, immer wieder. Auch dieselben Worte, ihr kennt sie sicher schon. Erkenntnis der Wahrheit ist Gottesdienst, nichts anderes. Das ist unser Auftrag, Erkenntnis der Wahrheit. Und der Vater verlangt nach Menschen, die ihm auf diese Weise dienen. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen es mit der Kraft des Geistes und in der Erkenntnis der Wahrheit tun. Und da steckt eigentlich alles drin. Und ich habe auch dazu noch einmal jetzt zwei Zeitungsartikel gefunden, die so exemplarisch sind. So exemplarisch, dass hier ein Artikel war, auch wieder in dieser Zeitung, was von der Infektion bleibt. Da geht es um die Nachwirkung dieser Infektion und da wird den Menschen beschrieben. Und deshalb ist das alles auch so verwirrend, wo wir das Gefühl haben, es ist eigentlich niemand da, der so recht weiß, was eigentlich Tatsache ist, dass unglaublich viel Verwirrung entsteht. Und dann liest man als einigermaßen gebildeter Mensch, dass es ja durch diese Infektionen Nachwirkungen gibt. Und dann heißt es, etwa 40% der wissentlich wie der unwissentlich infizierten Menschen berichten 6 Monate nach der Infektion noch von einem oder mehreren Symptomen. Also das mit der Überschrift, was von der Infektion bleibt, es wird uns eine Überschrift gegeben und dann sagen wir, okay, da ist wirklich offensichtlich etwas dran. Und einige Zeilen weiter heißt es dann, allerdings berichten wiederum auch 40% der Menschen ohne Infektion von unspezifischen Long-Covid-ähnlichen Symptomen. Und das ist etwas Faszinierendes, dass es ja so offensichtlich ist, dass hier gesagt wird, schau her, das sind die Wirkungen. Und dann hebt man das im selben Moment wieder auf und sagt, das haben die anderen auch im selben Prozentsatz. Und es ist klar, dass wir Menschen da verwirrt werden und nach einem Weg suchen und sagen, ja, was ist denn nun? Was ist denn nun die Wahrheit? Seht ihr, wie uns das aufruft? Es ist ja wunderbar, dass wir diese Nachrichten so bekommen, weil es ruft uns auf, zu sagen, ich möchte selber denken, ich möchte herausfinden, ich möchte wissen, was da wirklich ist. Es ist gut so, dass das geschieht, weil offenbar ist, dass so viel Verwirrung da ist und dass Christus so eine klare Botschaft uns gegeben hat, sucht die Wahrheit. Und ja, das an dieser Stelle. Und so haben wir im Grunde genommen diese Weihnachtsbotschaft aus dieser Sicht völlig, völlig klar. Im Geist der Erkenntnis, in der Erkenntnis der Wahrheit findest du die Wahrheit und du findest den Christus und dann findest du die Liebe. Und es gibt keine Liebe ohne Freiheit und keine Freiheit ohne Wahrheit. Und die Wahrheit kommt nur aus dem Erkenntnisstreben nach Wahrheit. Und wir wollen diesen Teil unseres heutigen Abends abschließen mit dem euch sehr bekannten Lied über die Kinderlein, die jetzt alle kommen sollen, jeder in sich den Christus gebärend.